spätestens an diesem Klettverschluss merken Sie, dass es nachgemacht ist. Das ist natürlich auch kein Pergament, sondern das zusammengeklebtes Papier. Aber zumindest bekommt man einen Eindruck, dass das natürlich irgendwie schön ist, aber auch nicht leicht zu handhaben. Ja? Weil wenn Sie jetzt am Beginn der Tora was nachschlagen wollen, wo schlagen Sie dann nach? Auf welcher Seite? Rechts. Man schreibt von rechts nach links, also geht es rechts los. Ja? Also müssten wir jetzt ganz, das sind wir eine Zeit lang beschäftigt hier. Das haben wir schon mal schneller erlebt, oder? Also das ist ein relativ kompliziertes Ding. Ist aber für offizielle Dokumente, also vor allen Dingen im Judentum, hat sich das bis heute gehalten. Wir benutzen etwas anderes. Sie wissen, dass wir Bücher benutzen. Wir benutzen einen sogenannten Kodex. Der hat eben ein anderes System. Also das System ist einfach Buch. Man hat zwei, kann sich das gut vorstellen, Holzdeckel, relativ dünne Holzdeckel, in denen man entweder lose die Pergamente oder die Papyri sammelt, die man dann irgendwann, damit das nicht durcheinander fällt, Frau Pointer kann da ein Lied von singen, bei mir sind immer die Materialien, sind immer in solchen Glasichtüllen und sowas, und irgendwann, wenn das dann runterfällt oder so, dann ist natürlich der Super-GAU, ja, weil das nicht in geschlossenen Mappen ist, sondern nur irgendwie so reingelegt, und dann ist eine Katastrophe. Ja. So ist das mit diesen, das ist auch passiert, also beginnt man die Dinger hinten zusammenzubinden. Und das, was sozusagen dann Sammelmappen waren, wird zu der Neuerfindung, die Bibliotheken verändert. Indem man dann nicht mehr solche Kisten hat oder Regale, in denen man Rollen ablegt, sondern es entsteht der Kodex. Das ist eine wirklich genuin christliche Sache. Wahrscheinlich in Oberägypten vorher gibt es den Kodex so nicht. Da wird durch die Christen wirklich wird das Buch erst aktuell und auch verbreitet. Also weg von der Rolle. Deshalb kann man mit Recht sagen, die Christen sind von der Rolle. Weg von der Rolle, hin zum Kodex. Ist ein ganz wichtiger, also wenn man bibliografisch denkt oder empfindet, ein ganz wichtiger Sprung, eine ganz wichtige Änderung. Und ein Unterschied, der heute noch im Gottesdienst sich markiert, indem wenn man in den Synagogen-Gottesdienst geht, die Torah-Rolle eben noch immer eine ganz große Bedeutung hat. Ja? Aber selbst in den ältesten Schichten des Christentums, des christlichen Gottesdienstes. Wir haben noch ganz viele alte Elemente, Handlungselemente und Sprachelemente. Wenn Sie am Beginn der Messe, Kyrie eleison, ist so ein altes Element, weil es noch die griechische Sprache hat. Also noch bevor Latein die allgemein beherrscht. Zur Zeit Jesu ist das eben griechisch. Dauert noch bis etwa 200, knapp 200, dann setzt sich endlich die Beamten- und Militärsprache, dieses etwas barbarische Latein, setzt sich dann irgendwie allgemein durch. Ja? Aber es gibt solche alten Sprach- und Handlungselemente noch. Aber die Rolle gibt es eben nicht. Es gibt sie noch in einem einzigen Element des christlichen Gottesdienstes gibt es noch die Rolle. Weiß das jemand? Nee, im Evangelium ist immer der Kodex, immer Buch. Aber es gibt einmal das Element der Rolle. Kennen Sie wahrscheinlich in den Gemeinden, wird das ja natürlich nicht praktizieren. Vielfach Ostern, die Exultet-Rolle. Das ist noch eine Rolle, in der Diakon das Exultet abrollt, der hat vor eine Rolle und das wandert dann vorne über den Ambo, mit jeder gesungenen Zeile wandert das vorne rüber, sodass es am Schluss ganz über dem Ambo hängt, ja, geschrieben. Natürlich dann verkehrt herum, aber deshalb steht die erste Darstellung vorne auf dem Kopf, wenn der Diakon drauf guckt, ja, weil dann die Gemeinde das vorne sehen soll. Gibt es im Mittelalter ganz, ganz wunderbare Sachen, auch große Pergamentbögen, ja, ganz wunderbar verziert und ausgeschrieben, müssen sich diese großen Kanzeln vorstellen, wie in Siena, also nicht irgendwie so Pusemuckelkanzeln, so ein Holz, so ein Hühnerleiter, wo einer raufsteigt, sondern richtig freistehend auf 8 Säulen, eine große Kanzel, wo es eine eigene Treppe gibt, wo der Diakon hochsteigt, oben den Pult hat und dann eben diesen Pergamentbogen absinkt. Im Grunde genommen. Das ist eigentlich das letzte Element einer Rolle im christlichen Gottesdienst, sonst immer Kodex.